Stell dir vor, er vermisst dich auch gerade. Er sieht gerade die Fotos von dir auf seinem Handy an und denkt daran, wie schön es wäre, jetzt deine Stimme zu hören und dich im Arm zu halten. Aber er schreibt dir nicht, weil er unsicher ist, ob du ihn auch willst oder weil er Angst hat, einen Fehler zu machen. Ich zeige dir, was du ihm schreiben kannst. Und wenn du dafür sorgen willst, dass deine Nachricht bei ihm Herzklopfen und schwitzige Hände erzeugt. Und schwitzige Hände sind eine gute Sache, das ist nämlich ein Anzeichen dafür, dass jemand verliebt ist. Bevor ich dir diese drei genialen Nachrichten verrate, die du jetzt schreiben kannst, gibt es eine wichtige Hintergrundinformation. Schreib die Nachricht nicht, bevor du nicht das gehört hast. Nämlich, erster Schritt, sei nicht zu direkt. Jetzt einfach zu schicken, ich vermisse dich. Ja, das funktioniert in einer langjährigen Beziehung oder in einer fixen Beziehung. Da kann man das schreiben, aber selbst da kann man viel bessere Dinge schreiben. Viel besser, nämlich Nachrichten, die bei ihm Emotionen erzeugen. Was braucht eine Nachricht, um Emotionen zu erzeugen? Die richtigen Worte. Worte, die Bilder erzeugen. Die Worte, ich vermisse dich, erzeugen per se keine Bilder. Da kommt nur ich vor und da geht es um mich und nicht ganz um dich. Und du hast jetzt auch keine Idee oder du hast jetzt kein inneres Bild davon, was wir alles miteinander machen könnten, wenn wir jetzt einander nicht gerade vermissen würden. Also direkt sein, ja klar, in einer langen Beziehung hin und wieder, aber selbst da kann man was Besseres schreiben. Zweitens, übertreibe nicht und sag es nicht zu oft. Diese Nachrichten, die ich dir hier zeige, die sind super, die funktionieren garantiert in einer guten Dosis. Also nicht jeden Tag, okay? Das nutzt sich total ab. Also mach das auf keinen Fall zu einer Regelmäßigkeit. Setz die gut dosiert ein. Weißt du, das ist einmal so ein kleines Tada, da kommt diese schöne Nachricht und die erzeugt dann tolle Gefühle. Und dann zieht man sich wieder ein bisschen zurück, okay? Dann lasst man es wieder ein bisschen gut sein. Weißt du, jedes Mal, wenn wir dann so den Schritt nach vorne machen, dann macht man einen kleinen Schritt wieder zurück und dann lässt man den Mann wieder auf sich zukommen. Das ist elegantes Flirten. Man kann auch beim Tennisspielen sich hinstellen und drüber schießen, einen Ball nach dem anderen. Das kann man auch machen, es ist aber kein Spielen. Spiel ist wirklich, wenn es ein Hin und Her ist, okay? Das braucht ein bisschen einen Flow, das Flirten. Drittens, ganz wichtig, sei nicht zu kitschig. Oh mein Gott, vor kurzem habe ich einen furchtbaren Film gesehen. Ich habe den Titel vergessen. Die waren in Rom, eine Amerikanerin, die wurde von ihrem Mann verlassen und ein Engländer. Die haben sich zufällig in Rom getroffen, in Verona. Das Haus von der Julia, nicht von Romeo und Julia. Und dann war das super kitschig und so. Und dann haben die sich auch so kitschige Dinge gesagt und das war furchtbar. Kennst du das, wenn du manchmal so Sachen anschaust oder liest oder hörst und du schämst dich dabei? Ja, also sowas wie mein Herz sehnt sich nach dir, das ist zwar bildhafte Sprache, es ist aber ein bisschen zu kitschig. Also, das würde ich nicht machen. Außer du bist jetzt wirklich Schriftstellerin und du hast wirklich voll das Händchen dafür, mit Worten zu spielen, dann bitte tu das, wenn es auch jemand ist, der das wertschätzt. Für alle anderen, nee. Bitte nicht zu kitschig. Nummer 4, und das ist enorm wichtig, und gleich sage ich dir, was du schreiben kannst, aber das hier musst du hören, und zwar, schreib nicht aus der Verlustangst heraus. Wenn du gerade voll verzweifelt bist, voll die Panik hast, dir selber einredest, niemand liebt mich, keiner bleibt bei mir, alles geht schief, alles ist schlimm und so weiter, dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ihm zu schreiben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu beruhigen, sich YouTube-Videos anzusehen, sich zu entspannen, sich eine schöne Tasse Tee oder Kaffee zu machen, bei sich selber anzukommen, sich selber aufzubauen und sich selber zu sagen, alles ist gut. Ich bin eine wundervolle Frau. Jeder Mann kann dankbar und froh sein, mich zur Frau zu haben. Es ist alles gut. Alles geht gut. Ich bin liebenswert, ich bin gut genug. Und dann ausatmen und entspannen. Ganz wichtig. Solche Nachrichten schreibt man wirklich nur aus einer guten Emotion heraus. Aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, aber die spüren das. Die Leute spüren, ob du was schreibst, weil du voll verzweifelt bist, oder ob du was schreibst, einfach weil es dir gut geht und weil du einfach das mit ihm teilen willst. Und jetzt sind wir auch schon soweit, jetzt weißt du, was zu tun sind und hier sind deine Nachrichten. Nummer 1. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Punkt, Punkt, Punkt. Das kann man sehr gut verknüpfen mit einem Foto. Logischerweise einem Foto entweder von dir oder einem Foto von einem schönen
Ort, an dem du gerade bist. Das bietet sich an, wenn du eine hübsche Terrasse hast, wo du gerade die Füße hochlegst oder ein ganz kuscheliges Sofa. Also irgendetwas, wo er sich dann vorstellen kann, wie es wäre, mit dir da zu sein. Nächste Nachricht. Ich hätte jetzt Lust darauf, in deinen Armen zu liegen. In den Armen liegen kannst du auch austauschen durch andere Dinge, je nachdem, wo ihr steht und was schon alles passiert ist. So eine Nachricht schreib aber nicht, wenn du noch nie in seinen Armen gelegen bist. Also es sollte nicht so sein, ich hätte jetzt Lust, dich zu küssen, aber du hast ihn noch nie geküsst. Da passt dann besser die nächste Nachricht, und zwar, du solltest jetzt hier sein. Du solltest jetzt hier sein, ist ein bisschen weniger emotional als ich wünschte, du wärst hier. Du solltest jetzt hier sein, kannst du schreiben, wenn du dir noch nicht ganz so sicher bist, wenn es noch ein bisschen neu ist, das Ganze, oder wenn du einfach das Gefühl hast, du möchtest dich noch nicht zu weit öffnen, weil ich wünsche, du wärst hier, ist schon emotional stärker als du solltest jetzt hier sein. Auch bei dieser Nachricht kannst du ein hübsches Foto mitschicken. Möchtest du mehr, schreib ihm das Videos. Dann kommentiere ich hiermit ja und schreib mir auch, zu welchem Thema du gerne mehr wissen möchtest. Und übrigens, wenn du nicht warten willst, bis ich all diese Videos veröffentlicht habe, ich habe den SMS-Workshop. Zu diesem SMS-Workshop kommst du direkt hier. Da drinnen findest du SMS für jede Situation. Von der Fernbeziehung bis zu anzüglichen Nachrichten, bis zum Wiedersehen nach dem Date, was auch immer du brauchst, all das findest du in meinem SMS-Workshop. Also klick hier oder auf den Link unter dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.